Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, was zu tun ist, wenn der Computer oder Laptop langsamer wird und wie die Festplattenlast unter Windows 10, 8, 7 und Vista verringert wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es kommt häufig vor, dass der Benutzer nach dem Kauf eines neuen Laptops, eines PCs mit den neuesten Windows-Versionen vorinstalliert oder nach der Neuinstallation Aktualisierung des Betriebssystems auf ein Problem stößt, wenn die Festplattenlast 100% oder nahe diesem Wert liegt. Dieses Problem wirkt sich erheblich auf die Leistung Ihres Geräts aus, nutzt Ihre SSD oder Festplatte schneller ab und macht die Arbeit mit dem Gerät im Allgemeinen unangenehm. Dieses Problem kann auch aus einer Reihe anderer Gründe auftreten. Auf dem Systemlaufwerk ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. Stellen Sie sicher, dass auf Laufwerk C genügend Speicherplatz vorhanden ist. Wenn ein solches Problem weiterhin besteht, schauen Sie sich unsere anderen Videos an, in denen wir dieses Thema ausführlicher beschreiben. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Dieses Problem kann auch durch böswillige Programme verursacht werden, die im Hintergrund ausgeführt werden und Systemressourcen verschlingen. Wir behandeln dieses Thema ausführlicher in unseren vorherigen Videos. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Möglicherweise haben Sie einen logischen Fehler auf der Festplatte. Wie Sie damit umgehen, erfahren Sie in unserem vorherigen Video. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wenn die Lösung der oben genannten Probleme nicht geholfen hat, teilen wir Ihnen weitere Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems mit. So, wie kann die Festplattenauslastung behoben werden? Der erste Schritt. Öffnen Sie die Suche und geben Sie Dienste ein. Suchen Sie Windows Search und ändern Sie den Starttyp in Deaktiviert. Infolge dieser Aktion werden die Indizierung von Inhalten, das Zwischenspeichern von Eigenschaften und die Suche nach Dateien, E-Mails und anderen Inhalten deaktiviert, was wiederum die Belastung der Festplatte verringert. Suchen Sie als nächstes die Dienste Superfetch oder Sysmain und Prefetch und ändern Sie den Starttyp in Deaktiviert. Auf den modernen Computern wird diese Funktion nicht besonders benötigt. Außerdem wird empfohlen, Superfetch und Prefetch SSDs zu deaktivieren. Obwohl diese Dienste so konzipiert sind, dass sie den Betrieb Ihres Betriebssystems beschleunigen und optimieren, belasten sie in der Praxis häufig die Ressourcen Ihres PCs irrational und können selbst zum Zeitpunkt ihrer Inaktivität den Speicher und die Festplatte stark belasten. Wenn Sie Prefetch in der Systemanwendung von Services nicht gefunden haben, kann es auch folgendermaßen deaktiviert werden. Wechseln Sie zum Registrierungseditor, folgen Sie dem folgenden Pfad: Computer, HK, Local, Machine, System, Current Control Set, Control Session, Manager Memory, Management, Prefetch Parameters. Setzen Sie den Wert für die Parameter Enable Prefetcher und Enable Superfetch auf 0. Dies gilt insbesondere bei Verwendung eines SSD-Laufwerks in einem Computer. Suchen Sie als nächstes den BITS-Dienst Background Intelligent Transfer Service und ändern Sie den Starttyp in Deaktiviert.
Der Betrieb dieses Dienstes kann sich nachteilig auf die Bandbreite Ihrer Internetverbindung auswirken und Ihre Festplatte auch im Hintergrund laden und automatisch Programme und andere Informationen zu Windows Update oder MSN Explorer herunterladen. Der zweite Schritt. Wir starten den Task Manager durch Drücken der Tastenkombination Ctrl plus Shift plus Escape und schauen auf die Registerkarte Start, welche Anwendungen beim Systemstart geladen werden. Wenn es solche gibt, die Sie nicht verwenden, die das System jedoch erheblich belasten können, können Sie sie deaktivieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Anwendungsnamen klicken und Deaktivieren auswählen. Auf der Registerkarte Prozesse sehen Sie auch eine Liste der Aufgaben, die derzeit Ihr System laden, einschließlich Laden und Festplatte. Beispielsweise kann es sich um ein im Hintergrund laufendes Virenschutzprogramm handeln. Wenn es solche Prozesse gibt, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und klicken Sie auf Aufgabe abbrechen. Der dritte Schritt. Während der Installation oder der Installation von Updates können Programme, Treiber und Systemwiederherstellungspunkte automatisch erstellt werden. Dies kann dazu führen, dass Ihr PC langsam läuft. Wie Sie diesen Prozess konfigurieren oder deaktivieren, erfahren Sie in unseren vorherigen Videos. Der Link wird in der Beschreibung sein. Deaktivieren Sie Dateiverlauf, wenn diese Funktion das System stark belastet. Oder wählen Sie eine separate physische Festplatte für diesen Vorgang. Informationen zum Konfigurieren oder Deaktivieren des Dateiversionsverlaufs finden Sie in unseren vorherigen Videos. Der Link wird in der Beschreibung sein. Deaktivieren Sie die automatische Defragmentierung. Die Defragmentierung der Festplatte selbst muss unbedingt und regelmäßig durchgeführt werden. Es ist jedoch besser, den Vorgang im automatischen Modus zu deaktivieren. Wie das geht, sehen Sie in unseren vorherigen Videos. Der Link wird in der Beschreibung sein. Automatische Updates von Windows, Office und anderen Programmen können Ihre Festplatte stark belasten. Die meisten Programme tun dies im Hintergrund. Suchen Sie auf der Registerkarte des Taskmanagers nach ähnlichen Programmen. Im vorherigen Schritt habe ich dies anhand des CC-Cleaner-Beispiels gezeigt. Weitere Informationen finden Sie in unseren vorherigen Videos. Der Link wird in der Beschreibung sein. Ein weiterer Grund für den langsamen Betrieb Ihrer Festplatte kann die Verwendung im Netzwerk sein. Beispielsweise kann jemand vom Büropersonal freigegebene Ordner auf Ihrem Laufwerk für die Arbeit verwenden. Versuchen Sie, für diese Aufgabe einen separaten physischen Datenträger zuzuweisen oder verwenden Sie für solche Aufgaben sogar einen Dateiserver. Wenn Sie Cloud-Speicher von Dropbox, Google, Yandex usw. verwenden, versuchen Sie, eine separate physische Festplatte für die Speicherung und Datensynchronisierung zuzuweisen. Vorzugsweise eine SSD. Im Allgemeinen wird eine komfortable Bedienung des Systems häufig dadurch erreicht, dass ein SSD-Laufwerk installiert und für das System die Hauptprogramme usw. verwendet wird. Dies verbessert die Leistung Ihres PCs bei niedrigsten Kosten erheblich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch. Tschüss.